Hallo, mein Name ist Dr. Benjamin Lorani. Ich bin Facharzt für Haut- und Geschlechtserkrankungen und seit über 20 Jahren dermatologisch tätig. Heute möchte ich über das Thema Alopecia areata sprechen. Alopecia areata steht für das Wort kreisrunder Hausfall. Und warum heißt dieser Hausfall kreisrunder Hausfall? Weil er eben typischerweise auf der Kopfhaut kleine Flecken hinterlässt, die haarfrei sind und die kreisförmig aufgebaut sind. Das sieht ähnlich aus, ich weiß nicht, wer es kennt, diese Kornfelder, wo früher mal Streiche gemacht wurden und immer so kreisrunde Figuren reich gezeichnet wurden, wo jeder mal gedacht hat, das sind UFOs, sich aber dann hinterher herausgestellt hat, dass es tatsächlich nur Kinderstreiche gewesen sind. So ähnlich sieht es aus, wenn jetzt das Korn die Haare sind und eben diese Kreise der Hausfall mit richtig kreisrunden, haarlosen Arealen. Was ist die Ursache für den kreisrunden Hausfall? Die Ursache ist eine Überreaktion des Immunsystems. Das Immunsystem erkennt die Haare als fremd. Und durch dieses Fremderkennen gibt es eine Entzündungsreaktion im Bereich der Haarfollikel, dort wo die Haare wachsen. Und dieser Entzündungsprozess sorgt dafür, dass die Haare ausfallen. Es ist ein reversibler Hausfall, das bedeutet, die Haare, die ausfallen, können auch wieder nachwachsen. Das heißt, es ist kein vernarbender Hausfall, wo die Haare, die verloren sind, auf keinen Fall mehr wiederkommen können. Es gibt verschiedene Typen der Alopecia areata. Dazu gehört natürlich erstmal die normale Form des typischen kreisrunden Hausfalls mit diesen wie mottenartig ausgefressenen Löchern auf der Kopfhaut. Dann gibt es den sogenannten Ophthiesis-Typ, wo gerade ein Bereich zwischen den Ohren, also dieser Hinterbereich, ausfallen kann. Und es gibt die Alopecia areata totalis, also den kompletten Ausfall der Haare bei der Alopecia areata, bei dem kreisrunden Hausfall. Wobei man sagen muss, dass diese Art des Hausfalls relativ selten ist, dass wirklich das komplette Kopfkleid, die komplette Kopfbehaarung ausfällt. Was kann ich machen? Zunächst sollte ich natürlich die Diagnose stellen lassen, weil es einiges an Differentialdiagnosen an anderen Ursachen gibt, die den Hausfall machen können. Ich kann eine Therapie mit Zink anfangen, um das Immunsystem ein bisschen zu beruhigen. Ich kann eine Therapie zusätzlich mit Tretinoin, das ist ein Vitamin A-Abkömmling, auf diese Stellen, wo die Haare rausgefallen sind, auftragen. Und zwar muss ich das Tretinoin so lange auftragen, bis die Kopfhaut ganz leicht gereizt ist. Durch diese Reizung und diesen Entzündungsprozess versucht man, die Entzündungsreaktion zu reduzieren und damit die Haare wieder nachwachsen zu lassen. Ist ein bisschen tricky, man muss ein bisschen mitspielen, weil es darf ein bisschen reizen, das Tretinoin, es darf aber nicht zu doll reizen, weil es sonst wehtun kann und Schmerzen und vor allem auch Juckreiz machen kann. Ähnlich funktioniert die Therapie mit DCP, plus DCP ist ein Stoff, der in 100% ein Kontaktekzem auslöst. Man möchte also gezielt eine Kontaktallergie auslösen und diese Kontaktallergie macht auch wieder eine Entzündung auf der Kopfhaut. Man kann in unterschiedlichen Dosierungen dann vorsichtig rangehen, wie viel Entzündungsreaktion man haben möchte und danach steuern, dass man über diesen Entzündungsprozess auch die Kopfhaut mit dem Entzündungsprozess wieder ausschaltet oder reduziert und dadurch nachwachsende Haare bekommt. Eine weitere Therapie ist der Laser. Es gibt verschiedene Lasersysteme, wie zum Beispiel den Excimer-Laser. Der Excimer-Laser wird eigentlich benutzt für Erkrankungen wie die Weißfleckenkrankheit oder die Schuppenflechte. Hilft aber auch manchmal bei der Alopecia areata, beim kreisrunden Haarausfall. Es gibt andere Laserverfahren, die ähnlich wie das Tretinoin oder die DCP-Therapie die Kopfhaut reizen. Dafür nimmt man dann sogenannte Frexel-CO2-Lasersysteme, mit denen man ganz kleine Löchelein in die Haut reinschießt, um die Kopfhaut wieder zu irritieren und diesen Entzündungsprozess zu vertreiben oder zu verbreiten. Weitere Möglichkeit: Cortison. Man kann zum einen Cortison-Cremes benutzen, wobei man das nicht zu lange machen darf. Man kann Cortison in die Kopfhaut hineinspritzen oder Cortison als Stoßtherapie, also als Tabletten oder als Spritzentherapie nehmen. Bei der Cortisontherapie ist der Nachteil, dass es häufig auf längere Sicht genommen werden muss und deswegen Nebenwirkungen machen kann. Und dass, wenn man die Therapie absetzt, es nicht so selten ist, dass die Haare hinterher wieder ausfallen. Weitere Möglichkeit, das geht dann im Bereich der Systemtherapien mit bestimmten Immunsuppressiva oder Immunmodulatoren, ist die Möglichkeit mit der Tabletteneinnahme von zum Beispiel MTX oder Cyclosporin. Dafür müssen dann aber regelmäßig bestimmte Blutwerte untersucht werden etc., sodass es schon ein sehr kompliziertes Vorgehen. Und als neueste Therapie, das steht jetzt gerade noch in der Forschung, sind die sogenannten JAK-Inhibitoren. Die kann man als Creme oder eben auch als Infusion oder Tabletten oder Spritzen einnehmen, um wieder die Alopecia areata zu therapieren. Aber da sind wir noch in einem ganz frühen Stadium. Gut, Stress, hatte ich vorhin gesagt, ist ein relativ wichtiger Mitauslöser der Alopecia areata. Wichtig ist es zu gucken, gibt es irgendwelche Stressfaktoren, Stressauslösemechanismen, Probleme in der Ehe, Streit mit dem Partner
bei Kindern vielleicht auch der Schulstress, war ein Schulwechsel, komme ich mit irgendwas nicht klar, Probleme in der Ausbildung, um eben auch gezielt diese Auslösemechanismen zu lösen und damit die Stressreduktion insgesamt einzuleiten. Ganz, ganz wichtig. Man sieht schon, die Alopecia areata ist von der Therapie ein bisschen komplizierter. Es gibt keine Therapie, die immer funktioniert. Deswegen ist es manchmal ein bisschen Try and Error. Man fängt mit einer Therapie an. Wenn das Therapieverfahren nicht langt oder nicht zum Ziel führt, muss man auf die nächste Stufe gehen und eine neue Therapie versuchen. Aber es gibt eine gute Chance, ich sage mal bestimmt eine 80-90% Minimum, dass die Haare wieder nachwachsen können. Wobei es bei der Alopecia areata häufig so ist, dass man eben nicht nur einen Schub hat, sondern einen Schub, dann kommen die Haare wieder und dann kann es nochmal einen zweiten oder dritten Schub geben. Also darüber darf man sich nicht wundern. Wichtig ist deswegen, dass man vor der Diagnostik und vor der Therapie natürlich mit einem Hautarzt spricht. Das kann man im ersten Weg online machen, ist heutzutage viel bequemer, oder eben den Hautarzt vor Ort aufsuchen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Dann dürfen Sie mir gerne einen Kommentar geben oder eben auch den Daumen nach oben.